Hallo, ich bin in Kitchen und ich glaube, ihr seid zu niedrig. Ich muss euch, glaube ich, mal ein bisschen höher machen. Das würde Sinn machen. Ich glaube so. Der Putzel, ja, da guckt der Putzel an die Decke. Das ist auch ein Genie, ey. Hallo! Oh mein Gott, Leute, ich muss erstmal Platz machen hier. Und die Kamera ein bisschen anders. Das ist wieder eine Organisation heute Morgen. Hallo, herzlich willkommen zurück bei mir und meinem Kanal. Ja, wer mich noch nicht kennt, bin ich Steffi. Ist komisch, ist aber so. Und ja, hier gibt's Holz und Schminkies und Experten und Nicht-Experten und Katzen. Und ich habe eingekauft, Leute. Ich habe eingekauft und nicht zu knapp. Ich glaube, das waren jetzt roundabout, lass mich lügen, 200 Euro. Ja, bestimmt. Aber ich muss nur sagen, ich habe, wer weiß, wie viele Taschen voll. Ich zeige es euch ja jetzt. Ich war beim... Häng mal eben meine Tasche weg, weil ich brauche wahrscheinlich Platz. Ich war beim Lidl. Ich war beim Aldi. Ich war bei DM. Und ich musste noch zum Rewe, weil sie wieder keine Margarine hatten. Weder beim Lidl noch beim Aldi. Deswegen, es gibt jetzt so ein Mischmasch durcheinander. Ne? Hier von DM mitgebracht. 10er-Rollen. Was schnuckelst du schon wieder, Purzel? Zebra-Rollen. Ja, war alles ausgegangen, Leute. Ich gehe auch mal raus. Ich weiß nur nicht, wohin. So. Also es war wirklich alles leer, ne? Alles leer. Ende des Monats. Ja, da musst du warten, bis dein Lohn kommt. Dann kannst du endlich wieder einkaufen. So. Milchschnitten habe ich wieder mitgebracht. Ich glaube, ich muss dann zwischendurch mal ein Päuschen machen und das wegräumen. Milchschnecken, genau. Dann für Monique ihre Cool Snacks. Ne, diese Pinguin-Verschnitt vom Lidl. Dann, wie heißt der? Crunch Nut da, glaube ich. Und, kurz noch, was wartest du? Der Kater sitzt hier am Tisch und wartet. Aber du darfst ja nur mit kein Leckerchen. Ich wäre froh, wenn das andere Essen mal drin liegt, du Heini vom Dorf. Crunchy Nut, würde ich mal sagen. Das sind aber Cornflakes. Hier, Schokokrossis. Schokokrossis nachgemachte. David jetzt vor kurzem. Sitzt im Wohnzimmer, ist hier so eine Tüte, ne? Also ich muss ja sagen, das Original schmeckt immer noch am besten. Das braucht die anderen brauchst gar nicht mehr kaufen. Ich so, du bist ein Depp. Ich so, das ist nicht das Original. Ich so, das ist nachgemacht. Eigenmarke vom Lidl. Och, ja, dann bring nur noch die mit. Ich so, ich kauf die nur. Es sei denn, die anderen sind mal im Angebot. Also, zwei Packungen, ne? Pappe lasse ich ja immer da. So, hier haben wir noch einen coolen Snack. Dann, ja, Milka, feine Kugeln. Die haben sie ja auch im Angebot. 1,49, glaube ich. Die tue ich immer im Wohnzimmer auf den Tisch. Kraftprotz, Kokos für Monique auf die Arbeit. Dann einmal Snack Day, Toffee, Karamell, Popcorn. Das ist lecker und dann kostet nur 59 Cent. Dann einmal Hamburger Brötchen, American Style. Ich wollte eigentlich die größeren haben, hatten sie aber leider nicht da. Also musste ich die nehmen. Dann hatten sie Surich Essig Essenz mit 50 Gramm gratis im Angebot diese Woche beim Lidl. Milchschnitte. Dann einmal Proteinbar Stracciatella. Und Proteinbar weiße Schokolade Crisp. Jo. Ey, Gouda, boah, das Stück kostet 4 Euro. Ey, kostet der Gouda 4 Euro. Es war mal die Hälfte. Ich weiß auch nicht, ey, es macht keinen Spaß mehr, echt nicht. Dann einmal hier Vita Dor mit feinem Buttergeschmack zum Anbraten. Das hole ich ja immer, weil da nutze ich kein Öl. So, einmal Nutella in günstig. Das ist ja für morgens für Monique von der Arbeit. Wenn sie ein Bütterchen isst. Dann einmal, so, Eisbergsalat, der ist schön groß, ne? Dafür der, obwohl, der war mal ganz günstig. Ja. Hier haben wir noch mehr Pinguins. Dann habe ich schon Schweinefilet mitgebracht. Haben sie beim Lidl diese Woche. Für Heiligabend, da reichen ja zwei Stück für uns drei, ist dann ein Kilo zusammen. 4,92 Euro und 4,69 Euro, ne? Also die sind ganz schön. Es gibt ja mal so 3-Gänge-Menü Heiligabend. Ja, bei vielen gibt es
Wiener Würstchen und Kartoffelsalat. Das will David nicht, aber noch nie, seitdem wir zusammen sind. Da gibt es dann halt so 3-Gänge-Menü. Ich glaube, ich nehme von der Arbeit Pfifferlingen-Rahmensuppe mit als Vorspeise. Dann Schweinefilet. Ich weiß noch nicht dabei. Wir haben noch so schöne Sachen auf Arbeit, Kartoffeliges und so und Gemüse. Ja, das wird es dann geben. Und als Nachtischmilch Schnitten Tiramisu wahrscheinlich. So, einmal für Monique das Essen. Eine Salatgurke. Hallo? Putzlinge. Sprichst du nicht mehr mit mir? Ihr denkt immer, es fällt was ab, ne? So, dann habe ich immer Brot mitgebracht, aber was anderes. Mein Mischbrot hatten sie leider nicht. Ich habe das mal mitgebracht. Mehr Kornschnitten. Im Moment esse ich nicht wirklich Brot und für die beiden reicht das dann zur Arbeit. So, einmal die Delikatesse Edelsalami. Dann Südtiroler Speck, den habe ich sogar zweimal. Der wird hier gerne gegessen. Ja, da, dieser. Dann habe ich vom Lidl noch mitgenommen, aus der Bäckerei, so 2 Laugenbrezen. Die esse ich ganz gerne mit Salz. Ja, genau. Leute, ich muss gleich mal eben Öl machen und Päuschen zwischendurch immer, ne? Weil ich muss dann was wegkommen, ich habe nämlich keinen Platz. Einmal von Lidl ganz normale Batterie. Schokodrink für Monique. Ich hatte schon gestern keinen mehr. Arme. Traditions-Leona Classic. Irgendwie habe ich kein Champignon gesehen. Dann die Katzensticks. Ja, da guckst du, ne? Da werden die Augen groß. Aber das hast du ausgekotzt, mein Freund. Ja, ich weiß, dass du das haben möchtest und wahrscheinlich auch Hunger hast, aber Schonkost steht da. Das will er nicht. Ne? Schonkost wollen wir nicht. So. Dann einmal Apfel-Zimt-Kraft-Protz und jo, Prospekt für nächste Woche. Einmal Hanuta. Ich mag kein Hanuta. Absolut nicht. David, ja, ich nicht. So ein 6er-Pack spritzige Äpfel, die Granny Smith, die sind nämlich im Angebot gewesen. Bleibst du vom Filet? Nochmal Essen für Monique. Dann haben wir hier noch Traditionssalami Brie, die esse ich ja ganz gerne. Und die nochmal Leona. Und einmal Schweinegehacktes. Genau. So, da haben wir Tüte Nummer 1 ist leer. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen das erste Päuschen. Ich räume was weg, damit ich wieder Platz habe und bin gleich wieder da. Bis gleich. Ich bin schief. Schief ist modern, ne? Ja, ja. Weiter geht die lustige Fahrt, da bin ich wieder. So, 2 Taschen stehen wieder hier. Ich habe schon mal was weggeholt. Jo, bei DM habe ich dann geholt Dontodent Zahnseide Sticks. Die brauchen wir immer. Dann 2x Schieber. Nasskoffer. Dann, ja, 2x Kleberollen. Nun hast du Katzen, hast du Tiere, hast du Kleberollen. Neue Drogensäckchen. Sollen wir schon mal aufmachen, Putzel? Wollen wir mal gucken. Neue Drogensäckchen. Katzenminze und Silberwein. Also die sind hier heiß begehrt. Ist gut. So, 2 neue. Können wir die alten im Wohnzimmer wegschmeißen. Ja, der Putzel macht sich schon drüber her. Gleich kommt wieder gekotzt haben. Ja, einmal softe Reinigungstücher Make-A-Wish. Die sind richtig, richtig gut. Erstmal noch welche mit, ein Paket mitgenommen. 50,80 € habe ich da gelassen übrigens. Dann einmal Denk mit Lufterfrischer für ein anhaltendes Duftfeld, nämlich Kaminzauber. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Nämlich für hier oder für die Arbeit. Wahrscheinlich für die Arbeit. Auf dem Frauenklo. Weil da riecht so komisch. Das war schon Putze? Glade Central Sandalwood und Jasmin. Diese Special Edition hatten sie nicht, Weihnachtssachen. Blöd. So, einmal Balea Schaumat Wintertee mit Apfelextrakt und fruchtigen Duft. Ja, Duschschaum ist hier. Riecht ja auch wirklich nach Apfel, aber hat nichts mit Winter zu tun, finde ich. Einmal Badesalz Make-A-Wish.
und einmal Badepuder deine Auszeit. Ich habe zwar noch 3 Stück, aber man weiß ja nie. Ich habe mir wieder meine Sensodyne Sanftweiß Zahnpasta mitgebracht. Also falls ihr schmerzempfindliche Zähne habt und sowas, ne? Die ist echt gut und nicht so teuer. Jo, einmal feuchtes Klopapier, sanft und sicher. Ich hole mir jetzt wieder diese für 79 Cent. Die andere, das ist mir einfach zu teuer. Ja, ich habe schon mal mitgebracht Muffinförmchen. 48 Stück, weil ich, jetzt wo das Video rauskommt heute, mache ich Schneebälle für die Arbeit morgen. Also backe ich, ne? Und muss ich allerdings noch die anderen Sachen verkaufen, aber da war ich gerade rein. Ich sage, komm, nimm es mit. Einmal, binden, ne? Und einmal, der Putze kann sich nicht entscheiden, bei 2 von diesen Kissen. Always Dailies in Large. Da konnte da schon ein guter Duft raus. So, Tüte 2 ist leer. Hallo. Hallo. Racker. Dann Tasche 3. Einmal Schmutzradierer. Ja, die dürfen ja hier nicht fehlen. Die habe ich immer im Haus. Och, Pupsen. Und den habe ich auch gekauft zwischendurch. Den Mopfelpap. Ne? Oh, der Aua hat der Purchen, ne? Aua, die richtig den Magen vertan, ne? Ich weiß noch nicht woran. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass es psychisch bedingt ist, ne? Weil ich ja jetzt auch anders arbeite, dass ich nicht abends zu Hause bin. Man weiß nie bei Tieren, ne? Das ist immer so eine Sache. Ist wie bei Kindern. So, weil der ist doch sehr ich-bezogen, also sehr auf mich bezogen, ne? Geschirrschwämme von Profissimo. Und wenn er dann alleine ist, ne? Ja, weil wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, ne? Und mich um den kleinen Kerl kümmere, dann kotzt er auch nicht. Sobald ich weg bin, blöck. Der Hammer. Der Hammer, Leute. So, soft und sicher von DM. Ja, ich brauchte wieder Kosmetiktücher. Wenn ich immer sehe, meine haben nur noch ein Viertel hinten auf meinem Schminktisch. Damit ich bin schon wieder schief. Was ist denn das hier heute? Hm? Purzel. Wir können nichts mehr filmen. So, dann einmal Wilkinson Smart Extra Dry Aktiv Rasierer. Für den Experten. Und dann packen wir gleich wieder weg hier, Purzel. Frischhaltefolie, Profissimo. Jo, ganz normale Sachen halt, die man so braucht. Jo, ich brauche wieder voll gefrischt. Ich brauche meine Cups. Mann, Leute, ich konnte nicht waschen, ne? Ich hatte nichts mehr. Jetzt habe ich wieder welche da. Na, einmal Bio-Beutel mussten auch mit. Ja, der Putze braucht wieder Streicheleinheiten. Ne? Bisschen Bärchen, ne? Und dann einmal Teelichter. Ja. Die sind auch immer hier in guten Gebrauch. Gerade wenn es kalt ist, war noch mal bitte? Nö. Alle. Tasche Nummer 3. Oh, Leute. Ich glaube, ich wasche die Hunde, So, einmal Sixpack Cola Zero von Freeway. Also echt, falls ich ja, ich habe es ja schon mal gesagt, aber falls ihr auch gerne Cola Zero trinkt, ne? Und ich kann es euch wirklich, weil das ist halt vom Geschmack her, ne? Da denkst du, hä, nee. Aber es ist um die Hälfte günstiger wie normale, also wie echte Cola, ne? Echte Coca-Cola. Und da kostet diese Pulle hier 50 Cent und hast 1,5 Liter. Und bei der echten Cola über 1 Euro und hast 1,25 Liter. Also die könnt ihr echt gut trinken. Die ist super, die schmeckt echt geil. Ja, und jetzt machen wir wieder ein Päuschen. Wir räumen wieder weg und dann sind wir gleich wieder da. Muss ich dem Purzel erstmal Kussi geben, ne? Muss ich Kussi geben? Oh. Ja, und dann bin ich gleich wieder da. Ich brauche wieder Platz, Leute. Ich brauche Platz. Ja, weiter geht's. Boah, Leute, ich glaube, ich habe das letzte Mal... Oh, ich glaube, ich habe noch nie so viel eingekauft. Ich weiß auch nicht. So, oh, nächste Tasche. Ich habe ein paar Brötchen geholt vom Bäcker. David hat ein Granatsplitter. Ja, man muss auch mal gönnen können.
ein Granatsplitter. Ja, wer mich kennt, das ist ein Granatsplitter. Ja, das sind Kalorien, Leute. Scheiß drauf, ja. Ne? Wenn man lobt so viel, dann kann man sich das auch gönnen. So, ja, da habe ich doch endlich Mandarine bekommen. Von ja, ne? Ja, ne? Ja, ich war beim Rewe, weil sie ja keine Margarine hatten. Also, wenn ich ja immer die eine Margarine anfange, dann hole ich dann immer wieder neue. Also das ist, und dann habe ich natürlich einen Duft für Margarine, aber ich dachte mir, ach komm, hast auch keine Sahne mehr. Nimmst du von ja diese zwei haltbaren Sahnen mit? Sind ja bis März haltbar. Dann habe ich noch gesehen, haben sie Joghurt mit der Ecke im Angebot gehabt. Jo, nimmst du auch mal mit wieder. Das ist der ganz normale Original mit Knusper, vier Stück. Das ist schon der ein oder andere. Dann hatten sie auch noch im Angebot Grünländer, Chili und Paprika. Ist damit halt gerne mal auf dem Brot. Jo, dann Gouda. Ja, egal wo du kaufst, ist schweineteuer. Dann haben sie im Angebot beim Rewe Barilla. Barilla-Nudeln. Ja, habe ich gleich mal zwei Pakete mitgenommen. Wir essen gerne und viel Nudeln. Einmal die Gemelli und einmal die Tortigloni. Ja, 99 Cent. Hallo? Ja, kannst du mitnehmen. Und dann habe ich mitgenommen. Warte, ich habe mich sehr interessant, weil ich dachte mir, ich bin ja faul. Nee, faul nicht, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich habe Plätzchenteig mitgenommen. Ich kenne ihn ja von uns von der Arbeit. Wir haben auch Plätzchen, diese Mürbeteigstangen. Aber ich habe Vanillekipferl mal mitgenommen. Und die nimmst dann die Teigstangen der Packung entnehmen und bei Zimmertemperatur 45 Minuten temperieren lassen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Jede Teigrolle in 6 gleich große Scheiben schneiden und diese nochmals halbieren, sodass 12 Portionen entstehen und dann diese typische Form machen. Ne? Ich wollte das einfach mal probieren, weil ich backe keine Plätzchen dieses Jahr. Und ja, warum nicht, ne? Kann man sich mal in so eine kleine Schüssel packen, wenn sie schmecken, kann man sie ja nochmal holen. Nö? Mit die kleinen Schnuppelschnapp. Genau. So, Schnuppelschnapp hat einmal Winterlokuspapier von DM. Ach, Purzel. Ich hab doch keine Zeit. So, Klumpstreu. Ja, das musst du mit. Da mach ich mal eben jetzt diese kleine Tüte. Ich war ja beim Arzt, hab die Tabletten wieder aufschreiben lassen. Einmal meine Bisoprolol, dann Thorazemid, das nimmt David. Ramipril auch einmal für mich, einmal für David. Moniques ihre muss ich heute Nachmittag noch abholen. Also vor 2 Tagen muss ich die ja Nachmittag abholen. Jetzt fahre ich eben an der Apotheke vorbei, wenn ich zur Arbeit fahre. Gut. Oh, guck mal, habe ich geschenkt, ich feinste Spekulatius nach Originalrezept. Das finde ich cool. Ja, super. Super schöne Putzchen. Du gehst mir auf den Sack. So, noch eine Tasche. Jo, Chips hatten sie im Angebot beim Lidl. Nein, beim Aldi. Beim Aldi, Entschuldigung. Jo, 99 Cent, kannst du mal machen, ne? Peperonis, nur meine. Und Ungarisch, Experte. Ja, schmeckt wenigstens nicht mehr nach Kuh. Dann einmal diesen Lackschinken. Das ist der beste Lackschinken vom Aldi mit Kräutern. Früher hatten sie da mal noch mit Brierand. Den haben sie leider nicht mehr. Alles geil. Und ungarische Salami. Ja, Leute, ich brauche da kein Brot zu. Nein, die machen wir jetzt nicht auf. Ich wollte erst. Nein. Aber ich liebe die. Die habe ich damals in meiner Lehre kennengelernt. Was machst du denn da? Oh, Purzel. Mensch. Jo, ich habe mir noch mal Socken mitgenommen. Und zwar vom Aldi. Jo, diese Wintersocken. Die sind perfekt für die Arbeit. Und mir sind ja welche kaputt gegangen. Und ich habe gesehen, da haben sie noch welche. Die habe ich jetzt noch mal mitgenommen. 39 bis 42. Weil ich habe jetzt welche gehabt in 35, 38, die sind zu klein. Die rutschen und dann rutschen die in den Stiefeln, die ich ja auf der Arbeit anhabe. Und dann hast du diese Knubbel unterm Fuß. Und diesen Knubbel, den hast du immer, wenn du den Socken dann anhast. Und das, oh nee, da drehe ich ab. Die kommen dann weg. Oder kann man nicht haben. Die in Ruhe. So, warte, kannst du ja auch noch einen Zettel? Aldi Süd, ja, 34 Euro. Jetzt sind wir durch.
Ja, Lachgummis, Milchgeister mussten mit. Meine absoluten Lieblinge. Schon lange nicht mehr gehabt. Und noch ein Schokodrink von Aldi. Hallo? Hey! Was ist hier los? Was ist denn jetzt los mit meinem Kamera? Hallo? Ah, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. So. Nächste Tasche leer. Ich habe hier noch zwei große Taschen stehen, Leute. Zwei große Taschen. Ja. Aber wir müssen wieder ein Päuschen. Was ist hier los? Hallo? Was ist hier los mit Kamera? Ich mache noch eine kleine Pause, ne? Der Kater nervt. Ja. Ich mache noch eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Alles schon wieder weggepackt hier. Fleißiges Bienchen. So, ich brauchte einmal Multivitaminsaft. Da musste ich auffüllen, Aldi, weil wir es beim Lidl nicht hatten. Das ist zum Mäusemelken, Leute. Da habe ich dann gleich mal Pizza mitgebracht, weil wir auch keine mehr hatten. Hier Fungi zweimal. Was hast du denn jetzt schon wieder da gefressen? Und dann wunderst du dich, dass du aber Bauch hast. Nee, ich wundere mich nicht. Ne? Wenn man dann alles fressen muss. Mann! Also ich werde jetzt erstmal hier dieses Multivitamin-Gedöns raus tun. Kerzen hatten sie noch untergesetzt beim Aldi. Hier diese Duftkerze im Glas. Winter Dream Duft. Ja, kann ich da auspacken. Ne? Ich muss eh leider mal runter zum Müll. Morgen kommt Müll. Also heute, morgen, Mittwoch. Und noch einmal Cherry Magic Duft. Ja, ne. Muss ich eh. Noch Wäsche waschen. Wäsche waschen. So, Papier. Bringen wir dann wieder runter. Oh, mein Gott, geht man so denn rein, ne? Ja, hier habe ich noch Multivitaminsaft. Dann einmal super Sandwiches. Ich bin gespannt, vielleicht liegt es auch an der Übelkeit bei Monique am Brot. Ich habe jetzt einfach mal Toast mitgebracht. Ja, einmal Aldi Prospekt. Dann habe ich mir noch eine große Kerze mitgenommen. Casa Deco Duft Christmas Cookie. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Das hat so gut gerochen. Das riecht so gut. Nach Weihnachtsmarkt. Nach Lebkuchen. Ich glaube, die vom Lidl waren nicht so gut, ne? Ja, gucken, ob die besser sind. So. Jetzt haben wir hier noch mehr drin. Dann einmal, zweimal, dreimal 3,5%ige Milch. Ja, die wandert dann sofort im Kühlschrank. Hier haben wir noch einen Kakao für Monique. Jo, dann Kong Strong Wild Power Zero. Jo. Und dann, Leute, können wir jetzt mal durchmachen. Ich habe eigentlich nur noch eine Tasche. Haha. Haha. Dann sind wir durch. Ui. Oh. So, einmal mal wieder Erdnussflipse mitgebracht. Dann, so. Grandioso Vanille-Milbona. Oh, der ist aber durchgeschüttelt. Ja, sowas isst Monique dann gerne auch. Jo, einmal Tomaten. Die gehen hier eigentlich im Moment nie aus. Paprika, rote, so ein Dreierpack haben sie im Angebot. Den Salat. Dann, jo, Prosciutto Cotto. Kann ich euch echt empfehlen, den vom Lidl. Den vom Aldi, den mag ich irgendwie nicht. Der schmeckt nicht so gut. Aber der hier vom Lidl, der ist geil. Den esse ich auch mal so aus der Hand. Jo, dann zweimal Milchreis, einmal Kirsche, einmal Zimt. Isst Monique auch gerne. Dann habe ich mir mal mitgemacht Crefi, Frischkäse mit feinen Kräutern von Milbona, 99 Cent. Einmal Butter. Wo ist denn Porsche? Egal, nicht ansprechen. Einmal Butter. So, dann Leberwurst. Verfeinert mit edlen Sommertrüffeln. Ja, sind auch noch dran vorbeigelaufen, aber ist egal. Eine Birne. Birne Helene. Eine Birne Helene. Eine Birne. Dann einmal Erdnüsse. Ja, die kosten auch nur 99 Cent. Kann man ja mal mitnehmen. Dann einmal Steinpilz, Käse. Oh, ich bin ja ein absoluter Käsefreak. Ne? Mit mir, also mir kann man immer mit Käse. Mich kann man mit Käse glücklich machen. Dann dieser gefüllte Brie. Ich hoffe, die bekommen den anderen nochmal mit Schnittlauch und Kräuter. Der ist nämlich richtig geil. Jetzt hatten sie nur Trüffel und noch irgendwas, was mich überhaupt nicht angesprochen hat. Ich habe nochmal Trüffel mitgenommen.
Ach, was soll der Geiz? Dann einmal Hamburger Soße für meine Hamburger. Cheeseburger. Käseaufschnitt und die Dillkräuter für meinen Salat. Jo, dann einmal Servelatwurst, wie immer hier in diesem Haus, ne? Um Gottes Willen, da kann ich Salat ausgehen. Einmal Spaghetti, also ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal wieder eingekauft hier, ne? Wir haben alles voll wieder. Zwei Masken, ja, Monique muss die ja noch tragen, den Scheiß. So, nochmal Salatwurst. Und dann haben sie im Angebot Lion Caramel Blond. Ja, Limited Edition. Einmal mitgenommen. Schauen wir mal. Noch ein Kakao. Zweimal Milka. Dann hatten sie, was ich sehr gut finde, Griemenschmalz mit erlesenen Kräutern. Griemenschmalz. Gänsegriemenschmalz ist eh das Beste, aber Griemenschmalz einfach mal auf dem frischen Brötchen ein bisschen Salz drüber. Habe ich aber zum Anbraten genommen für Weihnachten. Man hat dann immer so einen schönen Geschmack, wenn ihr zum Beispiel Grünkohl macht. Vorher dann ein bisschen in Schmalz die Zwiebeln anbraten, ne? Oder halt, ja, werden wir dann benutzen, wenn wir das wild machen und so. Ja, deswegen ist es haltbar bis 2023, 6.2.2023, deswegen habe ich es mitgenommen. Ja. Dann einmal haben wir ja hier 9er-Pack Mineralwasser, die klein. Da gehe ich mal wieder da rein. Dann habe ich noch ein Pack Batterien und dann halt 12 hiervon, von den Dosen. Ja, das war's. Das war 200 Euro. Und ich würde sagen, diesmal ist das eigentlich, nee, okay, sind nicht früher als die Hälfte, was ich bezahlt, aber ich habe diesmal doch viel gehabt, ne? Also muss man echt sagen, viel in der Tasche gehabt und ja. Ja, das war mal wieder mein Essenshaul, ne? Der nächste Haul kommt bestimmt mal wieder, weil ich wollte noch zum Action. Genau. So, und jetzt bin ich erstmal raus. Sage euch vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch noch Späßchen gemacht und ja, ihr wart wieder in meiner Küche. Willst du auch Tschüss sagen, Purzel? Ja, dann komm. Der Purzel sagt, obala, auch Tschüss, der dicke Mumpf. Ne, der dicke Mupfelmann. Und er sagt auch Tschüss mit seinem Auerbauchi. Wiedersehen. Wer ist da draußen? Da ist sogar keiner. Ja, und bist du mein Mupfelmann? Bitte mein Mupfelmann. Bitte mein Mupfelmann. Nein, nicht. Ja, genug geguckt? Ja. So, dann sagen wir Tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Seid wieder dabei oder seid einfach dabei. So, jetzt aber müssen wir noch wegpacken, Purzelmann. So, du gehst wieder da drauf. Ich sag nochmal Tschüss und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend. Bleibt gesund. Bis nachher. Ach, bis nachher. Bis zum nächsten Mal. Total bescheuert. Dieser Einkauf macht mich kirre. Also macht's gut, ne? Ciao!